Willkommen zurück im Studio Winter. Ich bin Lucrezia und gemeinsam starten wir endlich Buch 3 von Die Säulen der Erde im Auge des Sturms. Und los geht's mit Kapitel 15 bis 21. Und da wir natürlich an die Speicherstände der letzten beiden Bücher anknüpfen, gehen wir hier auf Weiter und schauen, was passiert. Das weiße Schiff. Es war eines der schnellsten Schiffe, die je gebaut wurden. Der Mann, der jetzt König von England sein sollte, war an Bord. Der Sohn König Henrys. Beim Prinzen waren 140 Ritter und viele Adlige. Alle auf dem Weg von der Normandie nach England. Es heißt, das Schiff sei auf die Felsen gelaufen. Und ein Feuer brach aus. Noch vor der Abfahrt des weißen Schiffs hätten der Prinz und seine Mannen zu trinken und zu streiten begonnen. Mönche, die die Reise segnen sollten, seien gezwungen worden, von Bord zu gehen. Man sagt, das Schiff sei verflucht gewesen. Der Sohn des Königs und viele seiner Familie wurden in jener Nacht von den schwarzen Fluten verschlungen. Das klingt nicht gut. 1142. Ihr erinnert euch die letzte Folge von Buch 2? Ihr vergesst ein wichtiges Detail. Nicht nur diese Mönche verließen das Schiff, bevor es ablegte, sondern auch Stefan von Blois, der Neffe des Königs. Er wurde krank, wie es hieß. Dieses alte Gerücht. Derselbe Stefan, der sich jetzt König von England nennt. Was? Das kann kein Zufall sein. Wieso nicht? Natürlich ist er jetzt König. Er ist der Neffe des Königs und er hat überlebt. Was sagt ihr dazu, Milord? Ich denke, Stefan ist ein kluger Mann. Klug genug, um seine ganze Familie in den Tod zu schicken. Aber warum jemand über diesen gottverlassenen Felsen herrschen will, werde ich nie verstehen. Warum sagt ihr so etwas? Ich liebe mein Land. Wieso seid ihr dann fortgegangen? Naja, weil ich etwas Neues sehen wollte. Ich sage euch, was ihr sehen werdet. Ein ordentliches Land, wo Menschen sich zu benehmen wissen. Da sitzt die Alinia. Und was ist mit euch? Warum geht ihr fort? Ich hatte keinen Grund zu bleiben. Ich suche nach jemandem. Ich hatte keinen Grund zu bleiben. Ich hatte keinen Grund zu bleiben. Aliena wollte ich sagen, genau. Wirklich? Die ist da. Mit dem kleinen Jay. Ich schätze, ich sollte mich nicht in eure Angelegenheiten mischen. Verzeiht mir. Ihr Engländer redet ganz schön viel, was? Ich weiß nicht, was ich dabei empfinden sollte, mein Land zum ersten Mal zu verlassen. Ich meine, wie sollte man sich da auch fühlen? Hoffnungsvoll, aufgeregt, verzweifelt, es kommt, wie es kommt. Hoffnungsvoll. Hoffnungsvoll? Ich weiß nicht. Vielleicht laufe ich einfach nur davon. Mhm. Oh, müde bist du auch noch. Ihr alle solltet euch jetzt ausruhen. Es dauert nicht mehr lange, bis wir Cherbourg erreichen. Gott sei Dank, ich kann es kaum erwarten. Ich bin schon mal gespannt, was wir da jetzt noch erleben werden. The Dalek Entertainment und Bastei Lübbe present den Erhängten. Ihr kennt ihn schon aus Buch 1. Er verfolgt mich bis zum Schluss. So, der Matt und der Kevin sind auch dabei. So wie der Carsten, der Kasper und der Matt. Und noch ein paar andere. Oh, ich bin ja so ein bisschen traurig. Ist ja dann schon wieder der letzte Teil von dem Spiel. Aber es hat sich wirklich gelohnt. Und ich hoffe, Buch 3 toppt nochmal 1 und 2. Und, wie ihr euch erinnern könnt, ursprünglich hieß es, dass es ja erst im Mai veröffentlicht werden soll, ja? Und jetzt kam es schon im März. Das freut mich natürlich sehr. Da steht der Jack. Bin mal gespannt, ob wir den nochmal treffen und inwiefern sich unsere Auswirkungen von Buch 1 und Buch 2 jetzt tatsächlich auf das Ende oder beziehungsweise auf Buch 3 auswirken. Das wird auch nochmal spannend. Und die Musik ist irgendwie auch cool. Säulen der Erde. Jetzt bin ich mal gespannt, wo es weitergeht. Hallo? Aha, es lädt. Buch 3, im Auge des Sturms.
Kapitel 15. Die Reise. Cherbourg, Normandie. Im Sommer 1142 hatte ich meine Heimat England endgültig verlassen. Mein altes Leben lag in Trümmern, so wie die Kathedrale von Kingsbridge. Nachdem ich meine Familie und Freunde im Stich gelassen hatte, machte ich mich auf, den Vater meines Kindes zu suchen. Den Mann, den ich immer noch von ganzem Herzen liebte. Jack Jackson. Und so erreichte ich eines Morgens im Juli die Küste der Normandie. Mit nichts als einem Beutel Münzen in der Tasche und einem neugierigen, noch namenlosen Gesichtchen, dem diese neue Welt genauso fremd war wie mir. Das weiße Schiff. Untersuchen. Dokumente. Die Nacht, in der das weiße Schiff sank. 1120. Das weiße Schiff war eines der schnellsten Schiffe seiner Zeit. Sein Steuermann war Sohn des Kapitäns der Mora, die Wilhelm den Eroberer über den Ärmelkanal brachte, als er in 1066 in England einmarschierte. Wie einst sein Vater bot der Kapitän des weißen Schiffes seine Dienste König Heinrich an, um seine Familie aus der Normandie zurück nach England zu bringen, wo der König sie erwartete. Doch niemand an Bord sollte diese Reise überleben. In der Dunkelheit der Nacht brach ein Feuer aus. Das Schiff wurde in die Tiefen des Meeres hinabgezogen und mit ihm die Königsfamilie, unter ihnen mehrere Thronerben. Stefan von Blois hätte auch an Bord sein sollen, doch man sagt sich, dass eine plötzliche Erkrankung ihn das Schiff kurz vor der Abreise verlassen ließ. Er wurde zum letzten männlichen Erben des englischen Throns. Seither hält sich das Gerücht, dass das Sinken des Schiffes kein Unfall war. Eieiei, geht ja schon mal gut los. So, suche Jack in Frankreich. Aber wir gucken mal, was wir sonst noch hier haben. Ich habe das erste Schiff am Morgen genommen. Wollte so schnell wie möglich weg sein. Okay, jetzt gucken wir mal hier. Den haben wir noch, Cherbourg. Um die Burg soll es viele Kämpfe gegeben haben. Das Schiff würde dort nicht anlegen. So, aber letztlich sprechen... Was haben wir denn hier noch? Die Amores. Ach, ich habe das Buch mitgenommen. Und ich habe den Kleinen. Ich werde dem Baby keinen Namen geben, bis ich Jack gefunden habe. Na gut. Dann, ich erkenne das Werkzeug. Ein Steinmetz wie Jack. Dann sprechen wir ihn nochmal an. Ihr seid noch hier? Oh, ihr seid's. Ja, ich versuche gerade, meine Füße wieder an festen Boden zu gewöhnen. Der letzte Teil unserer Reise war nicht gerade mein Fall. Ich suche nach jemandem. Ihr seid doch Steinmetz, oder? So. Der Hammer, den ihr da tragt, seid ihr vielleicht Steinmetz? Das stimmt. Ihr habt ein scharfes Auge, Herrin. Ich erkenne einfach einen Steinmetz, wenn ich ihn sehe. Um ehrlich zu sein, ich bin's noch nicht lange. Habe gerade meine Lehrzeit in Salisbury hinter mir. Davor habe ich mit meinen Eltern Schafe geschoren, aber das war nicht wirklich was für mich. Vater hasst mich immer noch dafür, dass ich gegangen bin. Wo würde ein Steinmetz hier Arbeit suchen? Ich habe mein altes Leben auch hinter mir gelassen. Ich suche nach ihm. Nein, wo würde er nach Arbeit suchen? Was werdet ihr tun, um hier als Steinmetz Arbeit zu finden? Weiß nicht. Das muss ich erst rausfinden. Ich habe bloß gehört, dass die Entlohnung hier besser sein soll. Dann wollt ihr einfach von Ort zu Ort ziehen und nach Arbeit suchen? Genau. Und ich werde in Lessay anfangen. Ein anderer Steinmetz hat mir von der Abtei dort erzählt. Er sagte, diese Normannen bauen ihre Kirchen ganz anders als wir zu Hause. Ich will das mit eigenen Augen sehen und vielleicht etwas dabei lernen. Vielleicht ist Jack zur Abtei in Lessay gegangen. Gehen viele Steinmetze nach Lessay? Ich habe mein altes Leben auch hinter mir gelassen. Nee, ich suche jemanden. Nein, das will ich nicht ankreuzen, sondern wir fragen ihn. Gehen viele Steinmetze nach Lessay? Ich weiß nicht. Es ist eigentlich ein sehr kleiner Ort. Der Mann, der mir davon erzählt hat, hat dort mal ein paar Reparaturen ausgeführt. Vermutlich hat er auch anderen davon erzählt. So. Aber das ist auch sehr persönlich. Suche. Ach, komm. Ich suche nach jemandem. Einem rothaarigen Steinmetz namens Jack Jackson. Er ist vor etwa einem Jahr nach Frankreich gekommen. Ein Berufsgenosse, das ist ja was. Leider kann ich dazu nichts sagen. Schließlich bin ich auch gerade erst angekommen, so wie ihr. Ich weiß, aber solltet ihr so jemandem auf eurer Reise begegnen, sagt ihm, Aliena von Shiring suche nach ihm. Klar, mach ich. Jack Jackson. Ich halte Ausschau nach ihm. Danke. Danke. So. Komm, damit das Gespräch komplett ist. Ich habe mein altes Leben auch hinter mir gelassen. Es ist unheimlich, nicht wahr? Mal ganz neu anzufangen. Ihr klingt auf jeden Fall eher aufgeregt als ängstlich.
Oh, ich bin aufgeregt. Geht das nicht jedem so? Ich weiß nicht. Vielleicht. Habt eine sichere Reise. Oh, danke. Ihr auch. So, sonst ist ja hier nichts. Dann gehen wir nämlich jetzt nach Sherbrooke. Werde ich Jack jemals wiederfinden? Vielleicht ist Jack zu Abtei in Lessay gegangen. So, wir laufen jetzt einfach mal hier weiter. Da sind ja noch ein paar mehr. Sie feilschen um eine Überfahrt. Der Handel mit England lohnt sich wohl. So, ich guck mal. Da sitzt auch noch einer. Nicht Jack. Einen Augenblick dachte ich, aber er ist es nicht. Wir können ihn trotzdem ansprechen. Mal sehen. Guten Tag. Ich suche jemanden. Einen Reisenden, der letzten Sommer hier durchkam. Psst, Kleines. Ich muss mit dem Mann reden. Sieht jung aus. Er wurde Anfang des Sommers geboren. Wie heißt er? Er hat noch keinen Namen. Das sollte er aber. Er muss wissen, wer er ist. Macht das Großwerden viel einfacher. Aha. Du bist ja auch gesprächig. Ihr sagt, ihr sucht nach jemandem? Ich suche nach dem Vater des Jungen. Tatsächlich sieht er euch ein bisschen ähnlich. Nein, also das finde ich jetzt nicht angemessen. Wir nehmen das. Ich suche nach dem Vater des Jungen. Dem Baby nachzuurteilen, ist er rothaarig wie ich, stimmt's? Leider kenne ich nicht jeden Rotstoff in der Gegend. Und es gibt eine ganze Menge davon. Die meisten meiner Familie hier in Sherbrooke sind rothaarig. Sein Name ist Jack Jackson und er ist Steinmetz. Nein, tut mir leid. Ich habe ihn nicht gesehen. Und ich komme jeden Tag hierher. Vielleicht hat Armee ihn gesehen. Sie hilft den Seeleuten, ihre Fracht in die umliegenden Orte zu schaffen. Nimmt auch Reisende mit. Ich frage Sie. Vielen Dank. Das war's? Aber wieso kann ich ihn immer noch ansprechen? Sprecht mit Armee, der Kutschfrau. Vielleicht kann sie helfen. Ist sie das, die Kutscherin? Da sind aber noch... Sie verkaufen Fisch und alles, was sie sonst in die Finger kriegen. Okay, nee, dann... Scheint ihre Kutsche zu sein, sie muss sich in Frankreich auskennen. Dann gehen wir doch zu ihr. Mal sehen, was dabei rauskommt. Hey, ihr da! Ein ganz schönes Paketchen, das ihr da rumschleppt. Wohin wollt ihr? Wir fragen erstmal nach dem rothaarigen Steinmetz. Habt ihr einen rothaarigen Steinmetz gesehen? Er muss irgendwann letzten Sommer hier an Land gekommen sein. Ein Rotschopf in der Normandie? Er wäre mir nicht aufgefallen. Selbst mit einem Hammer statt einer Angelrute im Gepäck. Vielleicht solltet ihr in Barfleur nachfragen. Dort kommen alle Reisenden durch, Pilger wie Könige. Die Leute gehen selten in Cherbourg an Land, seit die Festung zwischen Stefan von Blois und Geoffrey von Anjou hin und her gereicht wird. Warum ihr überhaupt nach Cherbourg gekommen seid, ist mir ein Rätsel. Es war das erste Schiff, das ich kriegen konnte. Ihr müsst ziemlich in Eile sein, Madame. Sagen wir, ich musste weg, bevor ich es mir anders überlege. Wenn das so ist, was geht es mich an? Womöglich hat jemand ihn in Barfleur Jack gesehen. So, okay. Kennt ihr den Weg nach Lessay? Kennt ihr den Weg nach Lessay? Na klar, schöne Gegend. Aber ich hoffe, ihr wollt nicht zu Fuß dorthin. Ich sag euch was. Ihr gebt mir ein paar Münzen und ich fahr euch hin. Ihr könnt das Ziel immer noch ändern, wenn wir unterwegs sind. Was meint ihr? Welche anderen Wege gibt es? Welche anderen Wege gibt es, außer durch Barfleur zu reisen? Weiß nicht. Da müsst ihr die Leute vor Ort fragen. Aber Barfleur wäre sicher ein guter Ausgangspunkt. Schlagt ein und ich bringe euch dorthin. Ich gucke erstmal nochmal, ob wir sonst. Mit dem Wagen zu reisen ist weit weniger anstrengend als zu Fuß. Euer kleiner Wurm verdient etwas Wärme und das beruhigende Geschaukel einer Kutsche. Ich wollte nur noch mal gucken, ob hier noch irgendwas ist, was wir übersehen haben, aber sieht nicht so aus. Ich kann aber hier noch weitergehen, deswegen... Aber nichts, was uns an dieser Stelle weiter bringt. Dann... Gucken wir mal, ob wir mit ihr reisen. Habt ihr es euch anders überlegt?
Ich habe ein warmes Plätzchen eigens für euch freigehalten. Dann machen wir das doch. In Ordnung. Bringt mich von hier weg. Sehr gut. Wohin wollt ihr denn? Ach ja. Laissez Barfleur. Zuerst nach Barfleur. Wir reisten nach Barfleur, einem malerischen Hafen in einer Granitlandschaft. Es war der größte Hafen in der Normandie und der wichtigste Abfahrtpunkt für die Normannen zu ihren Ländereien in England. Tja. Ich sprach mit einigen der Seeleute und Fischer, aber keiner hatte Jack gesehen. Wie sollten sie auch? Fast ein Jahr war vergangen, seit er, ein einfacher Steinmetz, durch die vielbesuchte Stadt gekommen war, die sich allenfalls noch an den letzten König erinnerte, der auf einem weiteren seiner Eroberungszüge hier Station gemacht hatte. Vielleicht ging ich die Sache auf die falsche Weise an. Was hatte Jack in erster Linie nach Frankreich gezogen? Die Entfernung zu Kingsbridge? Oder etwas Spezielles? Wo sollte ich anfangen? Also Barfleur war es schon mal nicht. Harfleur, Lessay. Dann gehen wir erstmal noch nach Lessay. Lessay war winzig, aber, wie sich herausstellte, die Reise wert. In der kleinen Abteikirche der Dreifaltigkeit traf ich einen Mönch, der behauptete, mit einem Mann gesprochen zu haben, auf den Jacks Beschreibung passte. Ach ja. Er sei von dem Rippengewölbe der Abtei fasziniert gewesen und habe dem Mönch zahllose Fragen über dessen Konstruktion gestellt. Der Mönch konnte mir zu seinem Bedauern nicht sagen, wohin Jack weitergereist war, aber das machte nichts. Schon mal ein Lebenszeichen. Ich legte mich auf den Boden des Gästehauses der Abtei zum Schlafen nieder. Und zum ersten Mal seit fast einem Jahr fühlte ich mich erleichtert. Als ich in den Schlaf sank, drückte ich unser Baby an mich und flüsterte ihm in sein rosa Öhrchen: Wir werden deinen Papa finden. Och, was süß. Okay, jetzt geht's hier noch weiter nach Le Mans Saint-Michel und Le Mans. Wir gehen aber erstmal nach eins nach dem anderen. Mein Vater hatte mir Geschichten von Mont Saint-Michel erzählt. Vor langer Zeit hatte der Erzengel Michael Aubert von Avranches aufgefordert, eine Abtei auf dem einsamen Felsen im Meer zu bauen, indem er ihm ein Loch in den Kopf brannte. Es heißt, man könne in seiner Heimatstadt Avranches immer noch den durchbohrten Schädel sehen. Sehr appetitlich. Es war ein windiger Tag, als ich ankam. Und der Ort war voller Pilger. Pilger und Spielleute. Ich erinnerte mich an Jacks Faszination für diese Geschichtenerzähler und sprach einen an, als dieser gerade eine Pause machte. Und tatsächlich hatte er Jack getroffen. Allerdings nicht in Mont Saint-Michel, sondern auf einer Straße, die von dort nach Osten führte. Anscheinend hatte Jack vergeblich versucht, einen Spielmann zu finden, der sich an seinen Vater, Jack Sherberg, erinnerte. Aber da ihm langsam das Geld ausgegangen war, hatte er in Le Mans oder Tours nach Arbeit suchen wollen. Das war vor ungefähr 6 Monaten gewesen. Ich holte auf. Das klingt doch schon mal vielversprechend. Dann weiter nach Le Mans. Le Mans erinnerte mich an die ganzen Unruhen, die ich in England hinter mir gelassen hatte. Vor 30 Jahren war Le Mans von Geoffrey von Anjou, Mathildes Ehemann, aus dem Hause Plantagenet erobert worden. Und auch wenn sie die Stadt seitdem gehalten hatten, stritten sich andere Adelsfamilien um sie, wie Mathilde und Stefan um England. Okay. Von Jack keine Spur. Aber ich hörte von einer neuen Art Kathedrale, die in Saint-Denis, nördlich von Paris, im Bau war. Es war nicht unwahrscheinlich, dass Jack dorthin gegangen war, um von den Handwerkern zu lernen. Das heißt, wenn er nicht weiter nach Süden gezogen war, um in einer der vielen Kirchen von Tours Arbeit zu finden, der Heimatstadt von St. Martin. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, was die Karte bietet. Einmal Saint-Denis an und bietet Tours an.